So YouTube, hallo, hallo, willkommen zu einem neuen Tag in 7 Days to Die, bei uns 10 Days to Die. Und ich würde sagen, wir essen mal einen schönen leckeren Eintopf zum Start. Und begeben uns ja Richtung leichten Nordosten in die neue große Stadt. Wir sind vorbereitet, wir haben Essen dabei, wir haben Zeug dabei. Das Werkzeug ist repariert. Unterwegs sammeln wir Federn. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Unser Haus kann ich dann auch nachher nochmal zeigen, wenn wir im zweiten Teil wieder zurückkommen. Wir haben zwei Schmieden jetzt. Das heißt, grundsätzlich könnten wir da anfangen, Sachen einzuschmelzen dann. Unser Dach muss noch ein bisschen, ja, sag ich mal, verfeinert werden. Das ist noch nicht ganz fertig. Aber das kriegen wir alles hin, würde ich sagen. Was fehlt, sind wirklich sowas wie Steine. Steine haben wir nämlich ganz schön viele zerlegt in Pflastersteine. Und Lehm haben wir gar keinen mehr. Das ist ein Problem. Vielleicht müssen wir eine Runde Lehm sammeln gehen. Da könnte man zum Beispiel eine Händleraufgabe nehmen, wenn man eh Boden schaufeln muss. Dann kann man das auch für den Händler wenigstens machen. Problem ist, sie sind sehr, sehr weit weg. Das heißt, aber Tag 14 könnte man das eigentlich machen. Ich glaube, wir haben auch noch zwei Punkte übrig, die ich noch nicht vergeben habe. Aber komm. Okay, dass man die Bäume inzwischen mitziehen kann, auch wild. Das machen wir dann im nächsten, würde ich sagen. In der nächsten Nacht, dass wir das verteilen. Vielleicht haben wir dann noch mehr Punkte. Und ja, wir haben nachts immer Kreischer gehabt. Und ich denke, das lag daran, dass ich die Fenster nicht abgedichtet habe. Ich habe jetzt unten im Haus und auch oben alle Fenster erstmal dicht gemacht. Das war vielleicht ein kleines Problem, was ich nämlich im anderen Spielstand nicht gemacht hatte. Da habe ich gleich alles abgesichert. Generell ist hier unten sowieso ein bisschen schlechter verteidigt. Oh, mich juckt's. Kennt ihr das, wenn eine Sache so nervt? Unten ein bisschen schlechter verteidigt. Oh, also die Mücken heutzutage. Boah. Ich habe so ein Anti-Mücken-Zeug, das muss ich mal wieder raufsprühen. Darauf machen, dann merkt man das gleich nicht mehr. Auf jeden Fall lenkt sowas immer massiv ab. Ja, also unten ist das Haus nicht so gut verteidigt, wie ich gern hätte. Oben hingegen schon. Und das Dach ist auch eigentlich ganz gut. Wird sich dann zeigen in der zweiten Horde-Nacht, aber noch haben wir über eine Woche Zeit mit dem heutigen Tag. Ich glaube, da können wir noch ordentlich uns vorbereiten. Oh, ich wollte die Bäume anbauen, nicht eine Baumfarm. Die brauchen wir auf jeden Fall für die nächsten Male. Kacke. Aber da, komm, das Hopfending, ich werf's direkt raus. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Chrysanthemen oder irgendwas sammle. Oder auch Goldenrod. Aber nee. Ich sammle eh zu viel, nicht? So ein Loot-Spiel, wo der Loot nicht weniger wird, ist ganz gefährlich für mich. Ah, dann kommen wir von der Seite an die Stadt ran. Das ist doch schon wieder das Haus mit dem mit dem Pool. Da gehe ich nicht nochmal rein. Hier? Wo? Huhn. Bleib doch mal einfach stehen.
Mann, Mann, Mann. Jetzt ist es mitten in den Bäumen. Aber es hat ihm nicht geholfen. Warst zu weit draußen. Deine Federn brauche ich. Zack. Ja, wir brauchen eigentlich Tierfett. Das bedeutet, am besten wäre eigentlich, wenn wir einen Hund finden. Aber wir haben jetzt nicht so die Ausstattung, um einen Hund zu besiegen. Wir brauchen mal wirklich einen guten, ja, Loot-Punkt. Vielleicht halt in dieser Stadt, dass wir in der mal ordentlich was finden. Das wäre schon nicht schlecht. Vielleicht ein paar Taschenmods oder so könnten mir gut gefallen. Ja. Die Chrysanthemen sind nicht schlecht, sagt Kevin. Für Tote. Oh. Ja. Genau. Die war auch tot. Für roten Tee, wenn du den machen willst. Ist besser als Goldenrod. Okay, ja, der hat mehr Ausdauerwiederherstellung. Der andere hat nur das andere Zeug nicht. Aber irgendwie mache ich den immer. Ich glaube, weil ich in dem anderen Spielstand halt so ja, immer durch war, hatte und dann glücklich war. Ich habe einen in einer Kiste gefunden. Der hat eigentlich gemacht, dass ich den anderen Spielstand überhaupt überlebt habe, den privaten. Ohne den wäre es, glaube ich, so ausgegangen, dass ich gesagt hätte, nee, ich fange davon kein Let's Play an. Aber irgendwie hat mich das so gereizt, nicht? Dieses geile, ich habe was gefunden, dass ich dann gesagt habe, doch, ich will es auch wieder on-stream spielen. Und ja, nicht? Dann hat man so eine positive Verbindung damit und deswegen, tja, benutze ich den meistens. War klar, man kann auch den anderen Tee ausprobieren. Auch Kaffee sollte ich vielleicht eher brauen, nicht? Hat auch Vorteile. Am besten wäre natürlich Yucca-Palmensaft oder so. Aber die müssen wir erst anbauen. Ich habe die 6 Beete vorbereitet und seit 3 Nächten vergesse ich es jedes Mal. Das ist wahr. Da müsst ihr mich nicht dran erinnern. Das weiß ich auch so. Vielen Dank. Aber ja, die sollte ich wirklich mal aufbauen. Also 500. Ein bisschen zerquetschte, weil wir gleich ein paar Pfeile machen werden. Oh. So. 81 Pfeile sogar. Ich sammle zu viel Müll. Poppin' Pants. Police. Ah. Oh, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Na, klasse. Na, super. Ach, Mann. Ich glaube, der schießt einfach nicht so genau, der Spieler hier. Was haben wir hier? Da, das sieht doch auf jeden Fall nach Hund aus. Hm. Das Ding kenne ich nämlich schon. Da spawnen dann die 1000 kleinen Dinger, nicht? Ah, diesmal nicht. Aber ist auch keine Tasche drauf. Okay. Manchmal klingen die, als ob eine ganze Horde kommt. Da ploppen die einfach raus. Brauchen wir nicht. Ah, ich brauche eigentlich auch nicht das ganze Benzin bis jetzt noch nicht. Ja, da war ein Hund drin, nicht? Glaube ich zumindest. Ich hasse Hunde. Oh, nicht Chat. Ich wollte R drücken.
Na, sag mal. Also komm. Jetzt habe ich die da hinten getötet. Ich meine, mir soll es recht sein. Das hört sich an, als ob das hinter mir ist. Ich glaube, die Töne sind manchmal nicht so gut abgemischt. Das ist so, glaube ich, mit das, was mich am meisten am Spiel nervt. Die Soundkulisse. Wenn die nicht passt. Ja, ich könnte die Leichensäcke durchaus mitnehmen. Guter Hinweis. Andererseits... haben wir denn so viel Zeug davon mit? Wir können uns auf jeden Fall merken, dass die Sachen hier vorhanden sind. Ist doch ganz sicher ein Hund drin. So. Wenn ich nicht aus der Entfernung treffe, dann winkt sie nur aus der. Kein Hund? Okay. Oh, die Dinger sind auch fies. Verwechselt die immer. Neulich hatte ich einen Hund im Haus. Alter, war das übel. Das war richtig übel. Zum Glück habe ich einen Notfall-Exit, wenn irgendwas schief geht. Dass er mich nicht gehört hat, nicht? Okay. Sicher, sicher. Wow, so viel guter Loot hier. Na, das lohnt hier nicht wirklich nicht. Kann man da irgendwie ran? Was ist das hier nicht? Na, okay, ob es oben besser wird. Bücher immerhin. Sah auf jeden Fall tot aus. Aua. Das sah schmerzhaft aus. Wo klopft jemand? Da werde ich mich wahrscheinlich gleich super erschrecken, weil er auf einmal auftaucht
Oh, leichte Rüstung. Oh ja, unsere Rüstung können wir auch mal verbessern. Was ist denn das hier? Sichtmod. Okay, hilft mir jetzt auch noch nicht viel weiter. Essen und Trinken kann nach da unten. Das hört sich halt in der Nähe an, nicht? Ja. Ach du Scheiße. Solange wir in Ruhe looten können noch. Okay, auch nicht viel. Ich würde sagen, reicht. Wow. Gute Lootkisten auf jeden Fall. Da ist noch eine. Wo auch immer die sich durchgefressen haben. Ah, hier bin ich nicht rausgekommen. Okay, genug gesammelt. Aber wieder nichts richtig Geiles, nicht? Nur so halbgares Zeug. Klar, ein paar Bücher mitgenommen. Oh, was ist das? Dämmung vor Kälte. Ich dachte, es gibt kein Kälte- und Wärmesystem mehr. Okay. Oh. Pfeile. Können wir nicht mehr. Okay. Und wie habe ich noch? Über 150. Warum man beim Umdrehen so viel Geschwindigkeit verliert. Ich hasse es, wenn sie schneller wären. Wow. Das ging ja gerade noch mal gut. Boah, fies. Aber meine Spider-Man-Sinne haben natürlich sofort reagiert und die Schlange als Gefahr identifiziert. Okay, ansonsten, wir können ja mal ein bisschen erkunden, wie die Stadt sich verbreitet. Obwohl es 10 ist, nicht? Na gut, aber nochmal zurück und nochmal in die andere Stadt rüber. Na sag mal. Hä? Geht doch. Ah, ja. Tu nicht so, als ob du gelebt hättest. Du warst schon tot.
bevor ich dich erschossen hatte, bevor du zum Zombie wurdest. Du hast nie wirklich gelebt. Nie! Tja. Oh ja. Selbstgebautes Gewehr, Level 3, okay. Welches Level haben die Academies? 4. Oh ne, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Okay, und das ist nun ein Checkpoint, oder? Da kommen nicht viel mehr. Sind echt fett überladen. Ah, der Checkpoint ist aber gar nicht so schlecht. Könnten wir morgen machen. Ah, ich sollte umdrehen, nicht wahr? Der hat doch sicher Hunger. Er hat doch sicher Durst. Da hinten ist mein Dings. Okay. Oh, ich wollte gar nicht loslassen. Also nach da geht's noch ordentlich weiter. Nach Nordosten. Die Straße hoch. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Kannst du noch Packesel leveln? Leider noch nicht. Da brauche ich 2 Punkte erst noch auf die Fähigkeit. Oh, oh. Nee, nee. Auf Wildschwein habe ich jetzt nicht so Lust. Ja, ich hätte ja gedacht, ich finde mal irgendwie einen geilen Taschenmod oder sowas. Aber es war mir nicht verwehrt bisher. Im anderen Spiel standen 2 Taschenmods, nicht? Also da lebt sie es ganz bequem. Ja, praktisch ist es auf jeden Fall. Da muss man nämlich nicht auf die Taschenmods hoffen. Aber du vergibst dann natürlich auch die Chance, etwas zu erlernen, was du durchaus hättest. Also, nicht? Du kannst andere Sachen dafür nicht. Hier kam sie übers Dach, glaube ich. Lernen. Also, gut, nochmal zurück. Es gibt Fähigkeiten, die kann man nicht lernen. Oder durch... Nee, andersrum. Es gibt Fähigkeiten, die kann man nicht durch Mods ersetzen. Aber die halt schon. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man das eigentlich nicht levelt und spart sich den Punkt. Andererseits ist es blöd, wenn man dann, so wie ich gerade, einfach nicht... die Taschenmods bekommt. Warte mal. Er hat aber auch Hunger gehabt. Danke für meine Pfeile. The Red Rooster, auch nicht schlecht. Aber jetzt in dem Zustand würde ich recht geben, wäre besser, wenn wir das gelevelt hätten, nicht wahr? Das Gute ist, der da liegt eh dahin, wo wir hinwollen, in der zweiten Stadt. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Rückweg. Auf jeden Fall gibt es hier... Also wir haben eigentlich ganz gut gebaut, nicht? Hier wäre noch besser, wenn unser Verteidigungspunkt hier wäre, dann hätten wir alle Städte in der gleichen Entfernung und hier dürfte auch noch eine hinter sein. Oder dahinter sogar. Also vielleicht wäre sogar gut, wenn wir eher hier dann irgendwann bauen. Aber das können wir uns dann überlegen, vielleicht zur dritten Horde nach, dass wir da eh... Ja, ja. Spezialisierter umgehen. Komm, ich brauche noch ein Level. Naja, gönnt mir nicht mal das Level ab. Der kleine Kacker. Oder vielleicht kriegen wir bis dahin das Fahrrad.
Also Fahrrad... Oh no. Der verfolgt uns bis zu Hause und greift ewig nicht an. Warte, ich neu schon mal. Und wenn er dann angreift, wenn man nicht hinguckt. Total nervig, das Vieh. Oh, ein bisschen Lehm. Das war gut. Ah, kommt der? Ja, ja, er kommt nämlich immer nur im Rücken angekrochen. So, dass man ihn nicht hört. Muss Nacht um 4 zum Flurfen, da geht's in Urlaub. Jetzt bekommst du auch richtig Bock. Ja, okay. Aber für sowas würde ich sagen, Steam Deck, nicht? Könnte man ja sagen. Gerade für eine lange Flugreise oder Zugfahrt ist ein Offline-Game, also auch nicht irgendwie problematisch mit der Netzwerkverbindung. Dann braucht man erst ein Steam Deck, muss es einrichten. Pipapo. Und ich weiß nicht, ob das Spiel 100% kompatibel ist. Was ist das? Rüstungswert. Wir können was trinken. Können wir die mitnehmen? Das war das Ding, was kaputt gegangen ist. Hat mich gerade gewundert. Aber jetzt Urlaub ist, glaube ich, recht entspannt, nicht? Die meiste Urlaubszeit ist ja vorbei. Und bedeutet, die meisten Kinder sind wieder in den Schulen. Oh, hier sind wir schon lang gelaufen. Also sollte es im Urlaub nicht ganz so voll werden, hoffentlich. Ist ja immer wünschenswert. Was ist das? Glas Honig. Ich weiß nicht, ob ich Maissamen schon hab. Ah, egal. Wir lassen den Honig liegen. Wäre auch eine Idee, aber ich glaube, das ist jetzt zu spät. Der Flug geht auch 12 Stunden. Hätte es auch Sinn gemacht. Ah, ja. Gut, aber nicht Urlaub oder ein Steam Deck kaufen. Das heißt, hätte man das Steam Deck gekauft, hätte man wahrscheinlich nicht in den Urlaub fahren können. Also ich bin auch jemand, ich habe noch nie wirklich Urlaub wegen Urlaub gemacht. Ich bin immer jemand, der zu viel Urlaubstage übrig hat. Ich bräuchte die nicht. Und da ist das Level up. Einfach auch, ich finde Urlaub immer so stressig und klappt alles, fährt die Bahn, fliegt der Zug, klappt das mit dem Hotel, werde ich da nicht verarscht im anderen Land. Also ich bin keiner, der gerne reist. Ich war maximal so ein bisschen an die Ostsee oder so. Ansonsten bleibe ich zu Hause. Muss auch sagen, mich reizt an Urlaub wenig, außer dass ich von da aus dann EA streamen könnte und rumlaufen. Das hatte auf jeden Fall sehr starke Aufrufzahlen. Also da habt ihr massiv zugeguckt, da hätte ich nie mit gerechnet. Dass irgendwie Wandern in Ostholstein 23.000 Zuschauer hatte, das war schon krass. Und Hello Gaming. Fape. Das wäre auch eine Idee. Achso, das hat er schon gesagt. Wie geht's dir? Geht super. Bin auch erst durch meine Freundin geworden. Vorher war es mir auch egal. Ja, okay. Nicht, wenn man so Gemeinsamkeiten dann hat, dann ist es ja immerhin schön. Aber zum Beispiel, ich bin keiner, der am Strand liegen könnte. Ich muss mich immer bewegen im Urlaub. Ich könnte auch nicht einfach so im Café 3 Stunden chillen. Wieder hin, ich will essen und dann will ich wieder rumlaufen zum nächsten. Da habe ich irgendwie so Restless Leg Syndrome. Oh, das geht gar nicht.
Rumlaufen in der Dominikanischen Republik ist, glaube ich, schlecht. Ah, ja. Würde ich zumindest auch nicht so empfehlen. Wir sind in Geotastic öfter da. Das liegt ja direkt neben unserem Haus. Und ja, das ist schon... Ich glaube, da sollte man lieber in seinem Resort bleiben. Aber auch das wäre ein Grund, warum ich nicht gern wegreise. Meine persönliche Sicherheit. Und so weiter. Muss man mögen. Ich wäre echt gerne mal nach Kuba. Und da rumgereist. Aber da ist ja auch, sag ich mal, mit den ganzen Scammern ganz extrem, nicht? Gerade die, die ja irgendwelche Zigarren verkaufen wollen und. Das ist für mich dann kein Urlaub. Nicht? Ich will meine Ruhe und ich bin jemand, ich hasse es, angelabert zu werden. So, 1000 Holz will ich mitnehmen. Da haben wir's. Kriegen wir 400 Steine hin? Glaube nicht. Okay, können wir die Pfeile lernen? Dann sind wir ein bisschen leichter, glaube ich. Oh. Das muss ich aber einmal im Jahr gönnen. Mittlerweile geht das gar nicht mehr anders. Ja, ich glaube, man gewöhnt sich sehr schnell dran. Deswegen bin ich eigentlich froh, das nicht zu machen. Ich muss aber auch sagen, bis vor wenigen, ja, bis vor 2, 3 Jahren wäre es auch finanziell gar nicht möglich gewesen. Ich hätte gar nicht eingesehen, für eine Urlaubsreise tausende Euro auszugeben. Gut, jetzt sind sie noch teurer. Das ist es mir einfach nicht wert, nicht? Also, das ist immer was Persönliches. Wenn man daraus was ziehen kann und man Gefallen dran hat und deswegen da rein investiert. Ich investiere zum Beispiel lieber in Streaming-Technik. Und apropos Streaming-Technik, ich würde sagen, wir diskutieren in der nächsten Folge weiter.